meine Damen und Herren, liebe Kollegen und Kolleginnen, ich begrüße alle herzlich zur heutigen Pressekonferenz, heute ziemlich pünktlich mal wieder. Ich begrüße den Finanzsenator, Herrn Dr. Kollatz, und die Senatssprecherin, Frau Reinsch. Und Herr Dr. Kollatz hat auch gleich das Wort. Bitte schön. Dankeschön. Die Senatssitzung läuft noch und es wird Sie nicht überraschen, dass ich dann zu bestimmten Themen jetzt hier weniger sagen kann und weniger sagen werde. Der Senat beschäftigt sich jetzt aktuell gerade mit der Vorbereitung auch den Diskussionen in den folgenden Tagen. Wie Sie ja vielleicht vernommen haben, wird morgen ein gesondertes, vermutlich virtuelles Treffen der Bundeskanzlerin mit dem Ministerpräsidenten stattfinden. Es wird am Donnerstag eine Regierungserklärung der Bundeskanzlerin im Deutschen Bundestag mit dem Schwerpunkt Corona geben. Und es ist davon auszugehen, dass es auch noch eine außerordentliche Senatssitzung in dieser Woche geben wird. Also insofern müssen Sie dann jetzt hier mit mir Vorlieb nehmen und zu dem für Sie sicherlich auch viel interessanteren Thema Corona wird dann zu einem anderen Zeitpunkt berichtet werden. Klar ist aber, dass die Diskussionen jetzt im Senat insbesondere auch im Zentrum haben, bestimmte Maßnahmen, von denen wir glauben, dass wir sie in die richtige Richtung treffen, beizubehalten und auch weiterzuentwickeln. Ein Thema ist, der Senat ist nach wie vor der Auffassung, dass das Thema einer Sperrstunde auch wichtig ist und geht auch davon aus, dass es sich auch bundesweit durchsetzen wird. Und insofern geht es dann auch darum, da jetzt die geeigneten Wege zu finden, wie das dauerhaft, solange die Pandemie eben halt andauert in Berlin, auch umgesetzt werden kann. So, das war jetzt mal ein Stück weit eine Vorbemerkung. Ich werde dann jetzt was zum Beteiligungsbericht sagen. Und wenn Sie Interesse haben, kann ich auch noch zu einigen aktuellen Themen, die ja auch im Zusammenhang mit Beteiligungen diskutiert werden, wie zum Beispiel das Thema Strom, kann ich ja vielleicht auch noch ein bisschen was ergänzend sagen. Der Beteiligungsbericht ist vom Senat beschlossen worden. Das ist auch immer ein besonders wichtiges Thema. Warum? Weil wir als Stadtstaat natürlich erstmal in der Situation sind, dass wir praktisch die Unternehmen, die in anderen Bundesländern auf den kommunalen, auf den Landesebenen gehalten werden, haben wir ja, wenn man so will, konzentriert auf der Landesebene. Natürlich als der größten Stadt in Deutschland hat es dann auch immer noch mal ein besonderes Gewicht. Und insofern ist es so, dass wenn wir uns das anschauen, ist die Bilanzsumme ja schon auch relativ stolz. Das heißt also, wir haben in dem Beteiligungsunternehmen des Landes Berlin eine Bilanzsumme von 63 Milliarden. Und das zeigt ja, dabei geht's auch um etwas. Der Beteiligungsbericht, der immer sehr sorgfältig von uns erstellt und der dann auch publiziert wird, der wird also auch in wenigen Tagen dann veröffentlicht werden. Der wird nach dem Senatsbeschluss ans Abgeordnetenhaus geschickt. Sobald er im Abgeordnetenhaus angekommen ist, wird er dann auch publiziert. Umfasst viel Licht. Es gibt auch einige Schattenelemente, zu denen ich dann was sagen werde. Und meine Pressesprecherin Frau Henkel ist gerade unterwegs von der Finanzverwaltung hierher und wird Ihnen dann auch noch Folien zur Verfügung stellen, die Ihnen auch noch helfen, das Thema auch noch über mehrere Jahre in grafischen Aufarbeitungen zu sehen. Also das vielleicht besonders herausstechende, wir haben im letzten Jahr, wir haben Investitionen gesehen im Volumen von 5,5 Milliarden im Jahr 2019 in den Beteiligungsunternehmen. Das ist eine Riesensumme. Das heißt also, die
Als ich hier angefangen habe, haben wir über Investitionen berichtet in der Größenordnung von 1,6, 1,7 Milliarden. Auch damals war das mehr, als dass wir klassischerweise im Landeshaushalt haben. Und insofern sind die 5,5 Milliarden sind eine Riesensumme. Und da ist es dann natürlich auch wichtig, sich anzugucken, wo kommt die nun besonders her? Im Mittelpunkt stehen dabei die Wohnungsunternehmen. Das heißt, die Investitionen der landeseigenen Wohnungsbaugesellschaften lagen bei 3,8 Milliarden. Und von diesen 3,8 Milliarden sind 1,6 Milliarden in den Neubau geflossen und 2,2 Milliarden in den Ankauf von Wohnungsportfolios. Und Sie wissen ja auch, dass das im Jahr 2019 eine große Rolle gespielt hat. Selbst wenn man die rauslässt, ist es so, dass wir dann noch immer ein Investitionsvolumen hätten von 3,3 Milliarden. Auch das wäre noch ein sehr großes Investitionsvolumen. Aber man sieht eben daran, dass selbst wenn man dieses rauslässt, haben wir eine deutliche Steigerung, was eben zeigt, dass die öffentlichen Unternehmen in die Daseinsvorsorge, denn das ist ja im Großen und Ganzen ihr Thema, wirkungsvoll in Berlin investieren. Wir haben bei den Jahresergebnissen, dem Jahresüberschuss, haben wir die Situation, dass wir einen Jahresüberschuss sehen über die alle Unternehmen zusammen von 600 Millionen, genau 598 Millionen. Wir haben Defizite in Unternehmen von 163 Millionen und da sind zwei sind vom Volumen her bedeutsam. Das eine ist der Flughafen Berlin-Brandenburg mit 95,8 Millionen. Da ist es so, da weisen wir die gesamte Summe aus, dem Land zuzurechnen, sind allerdings davon in Anführungsstrichen nur Ausführungsstrichen 37%. Und wir haben bei den Berliner Verkehrsbetrieben, das ist eine Sondersituation, dort streben wir grundsätzlich eigentlich an, dass da eine schwarze Null geschrieben wird, haben wir im Jahr 2019 ein negatives Ergebnis von 58,1 Millionen gesehen. Und diese beiden machen eben den großen Anteil der negativen Ergebnisse aus von, das erkennen Sie ja auch, wenn Sie die Zahlen zusammenzählen. Wo haben wir jetzt die großen Investitionen? Und dann ist es so, dass das Unternehmen, was den größten Einzelposten erbringt dieses Jahr, ist die GEWOBAG. Die hat den großen Teil der Zukäufe getätigt. Darüber haben wir ja auch hier in Pressekonferenzen berichtet, mit 2,1 Milliarden. Dann folgt Stadt und Land mit 577 Millionen. Es folgt der Flughafen Berlin mit Berlin-Brandenburg mit 445 Millionen. Da sieht man eben, dass die Investitionen in der Fertigstellung der Vorbereitung zur Eröffnung, also der Fertigstellung des Hauptterminals, aber auch und insbesondere des ergänzenden Terminals, von dem ja, wo alle wussten auch, dass es ein Rennen gegen die Uhr ist, was aber ja fertig geworden ist, dass das natürlich auch in 2019 schon einen Großteil der Investitionssumme dann ausmacht. Dicht gefolgt ist der Flughafen von den Wasserbetrieben mit 440 Millionen und dann folgt die BVG mit 390 Millionen, wo natürlich ein Schwerpunkt auch die schrittweise über mehrere Jahre erfolgende Beschaffung der Fahrzeugflotte ist. Es kommt dann wieder ein Wohnungsunternehmen, die HOWOG mit 372 Millionen und dann folgt die DGWO, auch ein Wohnungsbauunternehmen mit 357 Millionen, die GESOBAU mit 227 Millionen. Und dann kommen Vivantes. Sie wissen, dass wir eine große Baustelle in Neukölln, aber auch im Auguste Victoria haben mit 171 Millionen und dann die letzte der Wohnungsbaugesellschaften, die WBM, mit 137 Millionen. Das sind also die Top Ten. Und Sie erkennen daraus, dass sich da auch die politischen Schwerpunkte natürlich widerspiegeln. Und wenn man eben das mal sich auch in der Zeitreihe anschaut,
dann ist es eben so, dass wir, seitdem wir die Wasserbetriebe übernommen haben, haben wir eine Preissenkung umgesetzt, die auch die Kartellbehörden damals gewollt haben, und haben dann aber zum Beispiel von den Preiserhöhungsmöglichkeiten eben nicht Gebrauch gemacht. Und wir sind uns sicher, dass wir mal mindestens 10 Jahre Preisstabilität auch durchhalten. Und davon profitieren die Berlinerinnen und Berliner. Das hat sich also ausgezahlt, dass die Wasserbetriebe rekommunalisiert worden sind. Und was aber auch für die Zukunftsorientierung wichtig ist, wir haben das Unternehmen nicht auf Verschleiß gefahren, sondern im Gegenteil. Und wir haben die Investitionen von etwa Startpunkt 230 Millionen hochgefahren in den Investitionen jetzt in 2019 auf die Summe, die Sie gerade gehört haben, nämlich 440 Millionen. Und da wird natürlich in die Zukunft der Stadt investiert. Und deswegen ist es so, dass wir also glauben, dass wir deutlich machen mit dem Beteiligungsbericht und auch mit dem Beteiligungsportfolio des Landes Berlin insgesamt, dass wir in den für Berlin wichtigen Bereichen der Daseinsvorsorge, dass wir dort investieren, dass wir dort auch wachsend investieren. Und dass wir damit auch einen wesentlichen Beitrag leisten, dass Berlin, eine Stadt, die ja auch wächst, auch wenn es jetzt sozusagen vielleicht eine kurze Unterbrechung dafür gibt, also so gut wie möglich für die Zukunft gerüstet ist. Die Inbetriebnahme des Flughafens steht unmittelbar bevor. Viele haben daran nicht geglaubt. Wenn wir also auch noch mal reden, die auch in dieser Wahlperiode ausgiebig im Abgeordnetenhaus gehalten worden sind, sich anschaut, hat es viele gegeben, die gesagt haben, das werdet ihr nie eröffnen. Es ist auch jetzt die Gelegenheit, weil es nun ein Beteiligungsunternehmen des Landes Berlin ist, dafür sich auch zu bedanken. Denn so schwierig das war und so viele Fehler auch gemacht worden sind im Vorfeld, die es jetzt zum Ergebnis führen, die tun das mit großem Einsatz. Und da steckt auch viel Arbeit dahinter. Das heißt also, der Dank gilt Herrn Lütke Dahldrup und den vielen engagierten Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern bei der Flughafengesellschaft und auch denen, die auf den Baustellen dort gearbeitet haben und arbeiten. Die Startbedingungen aufgrund der Corona-Pandemie sind nun alles andere als optimal. Die Flughafenzahlen sind weggebrochen. Umso mehr kommt es aber darauf an, dass wir eben versuchen, die Corona-bedingten Verluste zu begrenzen. Dafür setzen wir auch öffentliche Mittel ein. Aber das Ziel ist eben, dass sobald diese Krise überwunden ist, bin ich auch optimistisch, dass der Flughafen, auch das Unternehmen, positive Ergebnisse erzielen wird und damit zu dem Teil der Landesunternehmen dazugehören wird, die eben schwarze Zahlen abliefern in Zukunft und keine roten. Wir berichten auch im Beteiligungsbericht über gleichen Lohn für gleiche Arbeit. Wir stellen eine Übersicht zum Anteil von Frauen in Führungspositionen dar. Die Beteiligung von Frauen an Aufsichtsratsmandaten des Landes liegt bei 53,2%. Wenn Sie sich das anschauen, was in der Privatwirtschaft üblich ist, finden Sie dort leicht andere Ziffern. Auch nochmal ein Grund, dass das eben nicht egal ist, ob auf solche Themen geachtet wird oder nicht geachtet wird. Und auch bei den Geschäftsleitungen haben wir mit knapp 39% ein sehr hohes Niveau. Und es entgeht Ihnen ja auch nicht, dass immer, wenn wir Management-Neubestellungen haben im Bereich der landeseigenen Unternehmen, dann ist es eben so, dass es nicht die Besetzung mit Frauen nicht die Ausnahme ist, sondern zum Regelbetrieb dazugehört. Diese Berichterstattung unter der Überschrift gleicher Lohn für gleiche Arbeit wird vielleicht in den Folgejahren auch noch ein bisschen ausgebaut werden können. Trotzdem glauben wir, dass wir mit dem, was wir Ihnen jetzt vorlegen, einen Bericht haben, der, glaube ich, auch bundesweit beispielhaft ist. Ich mache jetzt vielleicht noch eine ganz kurze Ergänzung zu dem Thema Strom. Ich habe ja vor wenigen Tagen hier gesessen, da war es nicht nur eine Pressekonferenz im Zusammenhang mit einer Senatssitzung, sondern war anders, aber was klar ist,
wenn wir, und ich habe heute auch dem Senat darüber berichtet und der Senat hat klare Unterstützung signalisiert, wenn wir das Angebot von Vattenfall annehmen, werden wir das im Jahr 2021 rückwirkend zum 01.01.2021 aufnehmen. Also insofern wird auch noch der nächste Beteiligungsbericht wird ohne das Stromnetz Berlin auskommen müssen. Aber klar ist, dass damit auch die Grundlinie weiter betrieben ist, dass wir mit den Schwerpunkten der Daseinsvorsorge, ich habe das ja auch dargestellt, mit den Investitionen, auch den Zukäufen im Wohnungsbereich, dort wird es noch ein neues Kapitel geben, das aber, wenn es gelingt, erst im übernächsten Bericht aufscheint. Dankeschön. Ich danke dem Finanzsenator. Und gibt es jetzt Fragen? Herr Menzel, bitte. Ja, eigentlich schließt unmittelbar an zum möglichen Rückkauf des Stromnetzes. Welches Verfahren zur Berechnung des Kaufpreises würden Sie denn anwenden wollen oder halten Sie für einzig anwendbar? Und dann würde mich interessieren, wir reden über den Rückkauf des Stromnetzes. Was ist denn so mit Bereichen, die ja inzwischen auch relativ groß sind, wie IT zum Beispiel? Gehört das mit dazu oder ist das sozusagen nach wie vor bei Vattenfall? Ist das sozusagen Teil des Pokers? Vielleicht könnten Sie da mal so ein bisschen Licht ins Dunkel bringen. Kein Poker. Und schon gar nicht wie im Casino Royale. Also kein Poker. Das Bewertungsverfahren ist bereits klar. Also das hat jetzt auch ein bisschen was mit der Technik zu tun. Also Vattenfall hat es so gemacht, dass sie ein aus ihrer Sicht unwiderrufliches Kaufangebot bei einem Notar deponiert haben und warten, ob wir das unterschreiben oder ob wir das nicht unterschreiben. Das heißt also, damit ist sozusagen klar, dass dann jetzt also auch nicht mehr, deswegen sage ich kein Poker, also da wird jetzt auch nicht mehr über das Bewertungssystem gepokert, sondern es wird der sogenannte RAB-Wert ermittelt. Das sind R-Regulated, A-Asset und B dann gut deutsch Bewertung, also alles sehr neudeutsch. Und das ist also ein Verfahren, wozu man dann schon noch einen Gutachter braucht, aber wo beide Seiten sehr klare Vorstellungen haben, wo das eigentlich landet, weil es also sehr genau beschrieben ist und im Übrigen auch ein gängiges Verfahren ist, mit dem in dieser Branche gearbeitet wird. Und wenn es so wäre, dass es eben nicht eine vertragliche Regelung wäre, sondern dass es zum Beispiel ein Konzessionsvergabeergebnis wäre, dann wird auch zu diesem RAB-Wert findet dann der Übergang von einem bisherigen Konzessionsbetreiber an einen neuen Konzessionsbetreiber statt. Die Frage ist aber wichtig, die Sie gestellt haben, gehören dann da die Computer dazu oder ist es eben nur wirklich diese im RAB-Wert tatsächlich zugrunde liegenden physischen Teile des Netzes? Nein, das ist es nicht. Deswegen ist es so, wird der RAB-Wert mit einem sogenannten Multiplikator versehen. Der Multiplikator wird in diesem Fall 1,2 betragen und bedeutet eben, dass damit auch dahinter steckt die Überlegung, dass eben gerade die Computer und die Leute und was weiß ich was alles mitkommen. Ja, so, und es ist so, darüber hinaus ist es so, das ist sowohl ein Interesse von Vattenfall wie auch ein Interesse von uns. Vattenfall hat ja einen Teil der Mitarbeiter, die für das Stromnetz arbeiten, nicht in der Firma Stromnetz selber angestellt, sondern in anderen Teilen vom Konzern. Und Vattenfall bietet ein sogenanntes, das nennen die ein Carve-out an, und wir bieten im Gegenzug ein sogenanntes Carve-in an, dass wir eben sagen, wir nehmen die gerne. Und insofern, wer dann dazugehört oder nicht dazugehört, entscheidet Vattenfall. Aber es ist für die Beschäftigten auf jeden Fall erstmal gut, weil damit klar ist, entweder bleiben die Vattenfall oder sie können zu uns, also zu Stromnetz oder zu einer von uns definierten Firma kommen. Also es bleibt niemand irgendwo zwischen Baum und Borke. Ne? So, und
Wir machen das deswegen, weil das aus Sicht des Landes Berlin die Funktionsfähigkeit auf jeden Fall garantiert. Also wir glauben, dass wir es auch in anderen Situationen lösen könnten, aber es wird schwieriger. Und wenn wir eben die Leute von Vattenfall bekommen, ist die Funktionsfähigkeit auf jeden Fall leichter und sofortiger und in einem unmittelbaren, reibungslosen Übergang sichergestellt. Also insofern, also durch diesen Multiplikator von 1,2 wird sichergestellt, dass eben die gesamte Funktionalität von dem, was Sie angesprochen haben, Computer, bis eben halt hin zum Personal auch übergeht. Bitte, Herr Menzel, eine Nachfrage. Wo Sie sagen, das Angebot liegt praktisch fertig beim Notar, ist das ein Angebot nach dem Motto friss Vogel oder stirb? Oder andersrum, wo ist die Linie, bis zu der Sie gehen würden? Was wäre der maximale Kaufpreis, den Berlin zahlen könnte? Wie drücke ich das jetzt aus? Also, es ist nicht völlig unvernünftig anzunehmen, dass es den einen oder anderen Kontakt zwischen Vattenfall und dem Land Berlin in der Vorbereitung dieses notariellen Dokumentes gegeben hat. Also insofern ist es so, das trifft uns nicht überraschend, sondern ja, ich habe auch über einen längeren Zeitraum dort das eine oder andere Gespräch geführt. Und insofern ist es so, dass die Frage, ob wir das annehmen oder nicht annehmen, die kann man erst dann beantworten, wenn die Bewertung durch den Gutachter erfolgt ist. Aber was ich hier, so wie ich jetzt heute hier sitze, sagen kann, ist, dass wir dieses Bewertungssystem nach RAB und diesen Faktor 1,2, den halten wir für durchaus plausibel. Ne? So, und jetzt muss man eben halt gucken, auf was für eine Zahl kommt dann nachher der Gutachter. Und wenn der Gutachter auf eine Zahl gekommen ist, dann werde ich dem Senat entweder einen Vorschlag machen und sagen, ich empfehle ihm jetzt die Annahme des Angebots oder eben halt nicht. Aber es spricht vieles dafür, dass es zu einer Annahme des Angebots kommt, weil durch die Beschreibung der Bewertungsmethode bereits eine weitgehende einvernehmliche Eingrenzung des Bewertungsgegenstandes erfolgt ist. Und das hat man ja auch an den Erklärungen von Vattenfall gesehen. Die gehen ja auch davon aus, dass es jetzt zu einer Annahme kommt. Also die haben ja auch nicht so kommuniziert nach dem Motto, wir bieten das jetzt an und in unserem Nachtgebet hoffen wir immer, dass sie dann das Angebot nicht abnehmen, sondern die gehen schon davon aus, dass es jetzt zu einer Annahme des Angebots kommt. Und so wie ich hier sitze, kann ich sagen, die Bewertungsmethode und der Multiplikator sind plausibel. Gut. Gibt es weitere Fragen? Sehe ich nicht. Dann frage ich die Senatssprecherin, haben Sie noch was mitzuteilen, Frau Reinsch? Nein. Nein, auch nicht. Herr, doch noch Herr Menzel? Wir sind ja alle dann doch wegen Corona hier letztlich, auch ein bisschen zumindest. Können Sie so ein bisschen skizzieren, wie jetzt diese Sitzung heute weitergeht, auch mit Blick auf das, was MPK-mäßig entschieden wird, auf eine mögliche weitere Senatssitzung, wann werden möglicherweise dann die Corona-Bestimmungen in Berlin angepasst an das, was notwendig ist, um möglicherweise einen Lockdown abzuwenden, whatever, vielleicht da so ein bisschen, dass man mal ein Gefühl für den Zeitplan bekommt? Also ich gehe davon aus, dass es noch eine außerordentliche Senatssitzung in dieser Woche geben wird, aber es macht jetzt keinen Sinn, heute über was zu diskutieren und morgen unter Umständen was anderes zu diskutieren, weil das ist immer ein Berliner Ziel gewesen. Das hat immer der regierende Bürgermeister gesagt. Es kommt ihm auch darauf an, dass die Bundesländer halbwegs zusammenbleiben. Ne? So, und dafür hat er sich eingesetzt. Und da hat er jetzt ja noch eine wichtigere Rolle, weil er jetzt ja auch Vorsitzender der Ministerpräsidentenkonferenz ist. Also insofern wäre es ja auch eher erstaunlich, wenn jetzt der regierende Bürgermeister heute irgendwie eine Beschlussfassung herbeiführt und dann morgen sagt, also liebe Leute, jetzt reden wir, aber wir können uns gar nicht mehr bewegen, weil wir haben schon irgendwie was beschlossen. Also das macht ja nur irgendwie wenig Sinn. Was jetzt im Senat diskutiert worden ist, wie man sich für diese Diskussion aufstellt
Und der Senat hat ansonsten die Hausaufgaben gemacht, dahin, dass er sozusagen geguckt hat, was ist zu aktualisieren, wo müssen Sachen nochmal präzisiert oder nachgebessert werden. Da gibt es einige Themen. Nur das Offenkundigste ist, dass die Verordnung in der jetzigen Form ja zum Ende des Monats ausläuft. Die ist, glaube ich, sogar einen Tag vorher, die ist bis 30. Oktober oder bis 31., weiß ich jetzt nicht. Also auf jeden Fall läuft sie irgendwie im Oktober aus. Und das Minimum, was man machen muss, selbst wenn man sie ganz unverändert übernehmen würde, man muss sie verlängern. Darüber ist zum Beispiel jetzt auch im Senat bereits ein Einverständnis herbeigeführt worden. Also angesichts der Infektionszahlen, die ein hohes Niveau haben, wir hatten ja bestimmte Maßnahmen, wie zum Beispiel das Thema Sperrstunde, waren nur befristet bis Ende Oktober. Also da ist schon Einvernehmen herbeigeführt worden im Senat, dass man auf jeden Fall diese Maßnahmen verlängern will. Und dann ist es so, das wird Sie jetzt auch nicht sehr erstaunen, das hat ja auch der Senat sehr klar kommuniziert, also wir haben nicht die Auffassung vertreten, dass in einer Situation, wo selbst Fachverbände wie die Bundesliga also gesagt haben, wenn es ein hohes Neuinfektionsniveau gibt, sollen eigentlich die Spiele zuschauerfrei sein, dass es nur so dahergesagt worden ist. Und deswegen, was in den letzten Tagen ja auch kommuniziert worden ist, dass der Senat es ausgesprochen bedauert, dass es eben nicht zu einer zuschauerfreien Situation gekommen ist bei dem letzten Bundesligaspiel in Berlin. Darüber ist auch schon Einvernehmen erzeugt worden, solange ich in der Sitzung war, dass das auf jeden Fall in Zukunft nicht mehr so sein soll, sondern es wird dann, wenn die Infektionslage so ist und der Fachverband ja auch selbst der Überzeugung ist, dass das die richtige Logik ist, dann wird es, so bedauerlich das ist, wird es eben ein zuschauerfreies Spiel sein, um eben nicht dazu beizutragen, dass an der Infektionsschraube weiter nach oben gedreht wird. Und insofern, da werden jetzt auch noch weitere, Punkte erörtert, während ich hier bin. Das war aber jetzt nicht das Thema einer großen Kontroverse. Was aber auch klar ist, ist, wir werden wahrscheinlich eine außerordentliche Senatssitzung oder eine außerordentliche Senatsschalter haben. Da ist der Zeitpunkt jetzt noch nicht festgelegt, das wird der regierende Bürgermeister entscheiden und danach wird es unmittelbar eine Presseinformation geben. Und ich gehe davon aus, dass das dann vom regierenden Bürgermeister mit den beiden Bürgermeistern gemacht wird. Und da kann dann wiederum Frau Reinsch wahrscheinlich mehr zu sagen. Ja, wie gesagt, der Finanzsenator schon gerade sagte, es gibt noch keinen Termin für die Sitzung, ob es eine Schalte oder ob es eine Präsenzsitzung wird. Morgen ist ja erstmal die Konferenz mit der Kanzlerin und den MPs. Da habe ich jetzt auch gerade erfahren, dass es danach auch ein Pressestatement geben wird, aber es ist im Kanzleramt. Aber das wird ja auch übertragen als Stream, das war ja das letzte Mal auch so. Und alles Weitere muss man dann, glaube ich, schauen, wie der Verlauf der Woche dann ist. Ja. Also das heißt, je nachdem, wie lange die morgen brauchen, entweder morgen Abend oder übermorgen Vormittag. Gut. Bitte, Herr Grinnes, eine Frage für, die kommt auch noch, eine Frage online, bitte. Stefan Kruse von der dpa fragt Frau Reinsch. Angeblich erwägen die SPD-geführten Länder einen stufenweisen Lockdown, berichtet der Spiegel. Stimmt das? Wie gesagt, ich verweise da gerne nochmal auf das, was der Finanzsenator auch gesagt hat. Morgen ist die Konferenz mit der Kanzlerin und den MPs und dann wird der Senat sich zusammenschließen. Und da bitte ich einfach um Verständnis, dass wir da noch nicht viel zu sagen können. Frau Bruns? Herr Kollatz, Sie haben eingangs gesagt, dass die Sperrstunde beibehalten wird und weiterentwickelt wird, heißt es, dass die Verordnung von Frau Popp aus dem Hause Popp schon verabschiedet ist oder ist auch die zunächst noch zurückgestellt worden? Also die ist auch zunächst noch zurückgestellt worden und
Das heißt aber nicht, dass man nicht ein Einverständnis darüber herbeigeführt hätte, dass man sie inhaltlich richtig findet. Und insofern ist es jetzt so, wir sind ja nur auch in einer Krisensituation, wo viele Themen sich auch ein Stück weit überlappen. Also ich gehe mal davon aus, dass dieser Tage, also der Senat wird ja da vertreten durch die Gesundheitsverwaltung, dass die Gesundheitsverwaltung also die Schriftsätze einreicht im Zusammenhang mit dem Widerspruch gegen das Verfahren, was jetzt dann beim Oberverwaltungsgericht ansteht, also die Schriftsätze ans Oberverwaltungsgericht einleitet. Und wie jetzt genau dann die zeitliche Abfolge sein wird, diese Debatte fand gerade statt, als ich rausging, wie dann genau die zeitliche Abfolge sein wird. Aber der Senat ist sozusagen sich einig, dass das, was im Haus von Frau Popp formuliert ist, dass das vom Senat auch getragen wird. Und jetzt ist halt die Frage, je nachdem, wie diese Verfahren laufen und wie die zu Entscheidungen kommen, danach wird sich dann wahrscheinlich das Inkrafttreten darstellen. Aber da kann ich Ihnen jetzt nicht mehr sagen. Die Diskussion lief gerade, als ich rausging. Dasselbe gilt für mich. Ich schloss mich nur an, dasselbe gilt für mich. Ich sehe jetzt wirklich keine... Doch, Frau Knieling. Um nochmal auf die Sperrstunde zurückzukommen, Sie haben gesagt, sie wird verlängert. Gibt es dafür auch schon einen konkreten Termin? Wie lange? Also, was jetzt erstmal vorgesehen ist, ist, dass die Corona-Verordnung, dass die verlängert wird bis Mitte November. Also sozusagen 14-tägig, das ist das Minimum, was man machen muss. Damit wird auch immer unterstrichen, dass man natürlich, wenn es eine neue Lage gibt, mal versuchen will, auch darauf zu reagieren. Dieses Sperrstundenkonzept, das Ressort von Frau Popp vorgelegt hat, auf das Frau Bruns gerade Stellung genommen hat, das ist ein befristetes Konzept. Das befristete, dort ist eine Gültigkeit der Sperrstunde erstmal bis zum 30. November vorgesehen, aber auch das kann verlängert werden. Und insofern ist es jetzt so, ich glaube, dass es wichtig ist, hier klarzumachen, dass es sich dabei nicht um eine formale Maßnahme handelt, sondern natürlich muss das immer auch überprüft werden. Aber wichtig für das Signal nach außen und für diejenigen, die davon auch im einen oder anderen Weg betroffen sind, es ist der feste Wille des Senats, dass eine Sperrstunde bestehen soll, solange die Infektionsziffern in dieser Größenordnung sind. Ich glaube, das ist das wichtige Signal. Das heißt, wenn die Infektionsziffern weiter in dieser Größenordnung sind, dann wird der Senat sie auch nochmal um 14 Tage und nochmal um 14 Tage und nochmal um 14 Tage verlängern. Also nicht darauf setzen, dass der Senat da nachlassen wird, sondern der Senat ist fest davon überzeugt, dass es eine wichtige Maßnahme ist. Im Übrigen hat auch der Senat zur Kenntnis genommen, dass ein Oberverwaltungsgericht in Nordrhein-Westfalen eben anders als es ein Verwaltungsgericht in Berlin gesehen hat, gesagt hat, jawohl, die Sperrstunden sind die richtigen Maßnahmen, weil wir bewegen uns in einem Umfeld von hohen Infektionsraten. Und insofern ist es so, dass war es das erste Oberverwaltungsgericht nach meiner Kenntnis, das zu diesem Thema entschieden hat. Aber es ist so, dass das zu einem deutlich anderen Ergebnis gekommen ist als das Verwaltungsgericht in Berlin, also ein zweitinstanzliches Urteil in Nordrhein-Westfalen, ein erstinstanzliches Urteil in Berlin. Und deswegen, Frau Knieling, der wichtige Punkt ist der, das hängt von den Infektionszahlen ab. Das heißt also, der Senat ist gerne bereit zu lockern, aber der Senat wird erst dann lockern, wenn die Infektionszahlen deutlich runtergehen. Das Neuinfektionszahlenniveau ist deutlich zu hoch, um auf die Sperrstunde zu verzichten. Weitere Fragen? Keine? Dann danke ich allen und schließe die Pressekonferenz. Vielen Dank. Ich danke Ihnen.